Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA und zu einer Breaking News, kann man schon fast sagen. Ich nehme das Video jetzt natürlich noch am Vorabend auf, aber ihr werdet es morgen früh, also jetzt gerade bei mir auf dem Kanal sehen. Ich habe das Video aber schon gestern aufgenommen. Und Leute, um 11 Uhr bin ich im Livestream für euch, dann können wir auch nochmal in Ruhe über alles reden. Aber hier soll es jetzt darum gehen, dass Obman Asaitar seine zweite Chance in der UFC bekommen hat. Der UFC-Boss Dana White hat sich dazu entschlossen, Obman Asaitar nun ja seinen nächsten Step, seine neue Chance in der UFC zu geben, und das nicht mal einen Monat, nachdem Obman Asaitar laut ihm aus der UFC verbannt wurde. Ne? Und natürlich kann man hier davon ausgehen, dass Obman Asaitars Management sozusagen auch geklärt hat, dass er wieder kämpfen darf. Er hat ja ein sehr gutes Management mit Ali Abdelaziz und durch diese Kontakte kann er sicherlich wieder dann die Kämpfe bestreiten. Und ja Leute, das ist nice. Obman Asaitar kann wieder kämpfen. Man weiß immer noch nicht, was damals in diesem Rucksack war. Ist auch für die UFC gar nicht mehr relevant gewesen. Es ging ja eigentlich nur darum, dass er sich nicht an die Covid-19-Protokolle, die vorgegeben waren, gehalten hat. Und deshalb hat der UFC-Boss Dana White ihn damals halt rausgeschmissen. Und Obman Asaitar hat sich halt auch dazu geäußert und ist natürlich dankbar über die gesamte Situation, wie sich das alles abspielt, und hat gesagt, dass er sich mit guten Leuten umgibt und allen Leuten dankt, die ihn in dieser Phase unterstützt haben oder ja, die auch allgemein mit involviert waren. Und ja, laut ESPN darf Obman Asaitar nun sozusagen seine zweite Chance in der UFC erhalten und ich bin gespannt darauf, wann wir ihn wieder in der UFC sehen werden. Nasrat Haqparast ist ja am 13. März am Kämpfen und Obman Asaitar wird dann sicher auch bald kämpfen. Abu Asaitar soll auch bei der UFC 260 kämpfen und dann bin ich gespannt, was mit den Asaitars so passiert. Lasst mich eure Meinung dazu doch gerne in den Kommentaren hören. Was sagt ihr dazu, dass Obman Asaitar nun seine zweite Chance in der UFC bekommen hat? Würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten Leute, ja, das wär's mit dem Video. Wie gesagt, verpasst den Livestream nicht. Ich bin raus. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.